So, zock noch mal eine Runde da. Da. Demon Attack. Euch Dämonen zeige ich's. Oh, die kommen ja wieder. Okay. Oh, hallo und willkommen zum langersehnten Atari-Video. Ich habe endlich die Zeit gefunden. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich auch keine Zeit, weil ich muss jetzt hier erstmal und den letzten. Ja. Ich habe endlich die Zeit gefunden, beim Atari weiterzumachen. Wie man sieht, ich kann es euch nämlich jetzt bei HDMI zeigen. Ich habe mir einen RF2, die Kabel sind etwas kurz. Ich habe mir einen RF2 HDMI Adapter gekauft bei Amazon. Link in der Beschreibung. Mit dem kann ich hier mit meinem Nintendo NESP P003 PAL Weiche, kann ich da wundervoll den Atari anschließen und somit euch jetzt mal das Ganze zeigen. Wir müssen einige Sachen dran restaurieren. Ich finde die Schiebeschalter nicht. Ich finde diese Bauform nicht. Ich habe jetzt überall gesucht bei TME und meinen anderen Herstellern, die ich habe. Die sind besonders hoch und irgendwie, ja, ich finde sie nicht. Da ich jetzt keine neuen kaufen kann, machen wir jetzt was. Ich baue die einfach aus, dann zerlegen wir sie. Ich habe hier Kontaktspray und dann reparieren wir die einfach. So schwer kann das jetzt ja auch nicht sein, oder? So, soweit funktioniert es wieder. Dann löte ich jetzt die Schalter wieder ein, Schiebeschalter wieder ein. Ich denke, das müsste jetzt dann wieder funktionieren. Und dann können wir die anderen Sachen reparieren. Und wir werden den Spannungswandler tauschen. Kann er hier erkennen? Ist ein klassischer, uns geliebter 7805 drauf. Den werden wir gegen einen Step-Down-Konverter tauschen, weil ich einfach der Meinung bin, das muss man heute so machen im 21. Jahrhundert. Wir werden die ganzen Kondensatoren durchtauschen und dann vergleichen wir mal. Wir haben ja jetzt ein Bild hier, wie das Ganze ausschaut und dann vergleichen wir einfach mal, ja, wie das dann danach sein wird, ob es besser oder schlechter wird. Ich werde jetzt ganz zuerst mal den Stromverbrauch von dem ganzen Teil messen, weil das ist natürlich ein Thema, das uns sehr, sehr interessiert. Weil wenn wir einen Step-Down reinmachen, dann müssen wir ja wissen, was für eine Leistungsklasse brauchen wir da? Dann switchen wir mal rüber zum Lötplatz und schauen uns das Ganze an. Ja, wie schon gesagt, ganz klassischen 7805 drin. Eingang, Masse, Ausgang. Ich löte jetzt mal direkt den Ausgangspin aus. Also den Pin, den ziehe ich da jetzt direkt hoch. Natürlich habe ich vorher die Spannung ausgeschaltet, sonst wird das nicht gehen. Ich ziehe jetzt quasi direkt den Ausgangspin raus und messe dann zwischen Ausgangspin und ja, irgendwo, wo quasi das Signal vom Ausgangspin hingehen sollte. Glücklicherweise habe ich ja immer noch mein Pocketmeter, da das OLED-Display von meinem sündteuren Agilent kaputt gegangen ist. Also hänge ich das Pocket, das kann ja auch Strom messen, einmal direkt an den Ausgangspin von dem 7805er und einmal da oben an diesem C36 oder wie der heißt, also der Glättungskondensator. Das Pocket kann, wie gesagt, direkt Strom messen mit einem Anschluss, also da am gibt es nicht großartig irgendwas zu beachten. Und wenn man jetzt das ganze Teil einschaltet, kann man auch schon gleich einen Stromverbrauch ja, von so circa 250 Milliampere erkennen. Und auch wenn ich jetzt hier irgendwie spiele und drücke, ja, verändert sich der Stromverbrauch nicht drastisch nach oben. Also ich gehe jetzt mal so von 250 Milliampere Stromverbrauch aus, was dieser Atari benötigt. Ja, nun also schnell den 7805er auslöten, das geht schnell, einfach unten mit dem Lötkolben dran und schon ist der draußen. Jetzt habe ich von Wirtelektronik kostenlose Muster zur Verfügung gestellt bekommen für das Video. Und zwar zwei verschiedene Step-Down-Converter, 173 50 536 und den 173 010 535. Einer kann 1 Ampere, einer kann ein halbes Ampere ab. Und ich nehme jetzt die 500 mA-Type, weil ja, sind wir beim doppelten Sicherheit für das, was wir brauchen. Und mir gefallen die Teile ziemlich gut. Die sind nämlich absolut pin-kompatibel mit dem 7805er. Das heißt, man kann die komplett so, wie sie sind, einlöten. Und die haben halt einen krassen Spannungsbereich. Also die können bis zu 36 Volt am Eingang ab, geben eben 500 Milliampere raus und sind halt auch höchst effizient bei dem Ganzen.
Und wie man jetzt gleich sehen kann, die Bauform ist etwas, ja, ein bisschen dicker sind sie wie ein 7805er, aber halt, wie gesagt, extrem effizient. Und die haben auch schon die ganzen Filter und so alles mit drin, Filterkondensatoren und so weiter. Braucht man eigentlich drumherum keine mehr. Wenn man jetzt hier am Datenblatt sehen kann, das Ding ist PIN-kompatibel, also genauso wie der 7805er Eingang, Masse, Ausgang. Das heißt, den können wir jetzt hier direkt, so wie er ist, 1:1 einlöten. Müssen aber halt jetzt noch allerdings davor die Lötpads sauber machen. Bevor ich ihn aber einlöte, natürlich erstmal checken, ob das Teil überhaupt Platz hat. Der 7805er war ja liegend verbaut, der ganze ist jetzt ja etwas stehender verbaut. Liegend ging leider nicht, aber wenn man das Ganze zusammenbaut, kann man relativ schnell erkennen, das passt, also kann ich ihn auch einlöten. Gesagt, getan. Also alles einstecken, Antenne, Strom, Controller und dann prüfen wir das Ganze mal am Bildschirm, ob das funktioniert. Leider kommt nichts daher und ja, wird auch nichts warm. LED leuchtet, man erkennt zwar, dass das Signal irgendwie anders wird. Also erstmal wieder das Pocketmeter zur Hilfe ziehen, denn man kann da nicht nur Spannung messen wie mit dem Oszilloskop, sondern man kann damit auch praktischerweise so eine kleine Oszilloskopfunktion benutzen und mit der schauen wir uns das Ganze jetzt erstmal an. Die Multimeterfunktion zeigt uns schon mal 5 Volt am Ausgang vom Step-Down-Konverter, also die Spannung ist schon mal da. Wie gesagt, wir haben jetzt 9 Volt am Eingang, kann man auch noch nachmessen. Wie gesagt, es gibt ja zum Glück auch die Oszilloskopfunktion und wenn man jetzt mit der Oszilloskopfunktion einfach mal umschaltet, muss man natürlich ein bisschen was einstellen, welchen Spannungsbereich man gerne hätte und ich quäle mich jetzt auch gerade ein bisschen mit Halten. Aber dann kann man auch schon relativ schön eine Kurve erkennen, die genau bei 5 Volt sich befindet. Und auch wenn man da jetzt etwas reinzoomt und so weiter, man kann also wirklich schon sehr gut erkennen, dass das Ganze eine vernünftige Spannung ist. Also die schwankt nicht irgendwie grob auf und ab. Der Step-Down-Konverter macht das, was er soll. Ja. Und den Fehler habt ihr wahrscheinlich alle jetzt schon, ja, wahrscheinlich seid ihr alle da, sitzt alle da am Video und denkt euch, Gottes Willen, was macht der Ehayo da schon wieder? Jeder hat den Fehler natürlich gesehen. Ich habe vergessen, die Kassette reinzustecken. Also, Kassette rein, ausschalten, einschalten, bäm. Und natürlich läuft es. Also, wenn man alles richtig macht, dann funktioniert es so, wie wir es eigentlich von vorher auch erwartet hätten. Nun geht es zu einer etwas größeren Baustelle. Ich will ja nicht nur den Spannungswandler tauschen, sondern auch die Kondensatoren. Entsprechend habe ich mir auch kostenlose Muster von Wirtelektronik für die Kondensatoren besorgt. Einmal den großen Eingangsspannungsstabilisierungskondensator. Der hat 2200 Mikrofarad, der Kondensator. Und den gibt es natürlich nicht in dieser, ja, axialen Bauform, wie er da drin ist. Da müssen wir jetzt also ein bisschen tricksen. Da nehmen wir eine radiale Bauform. Und das Ganze ist eh an sich nicht so schön gemacht, wie ich das eigentlich gerne hätte. Man kann nämlich hier eine Leiterbandführung erkennen. Also das ist die Spannungsversorgung, die geht hier zu diesem Schalter. Der Schalter schaltet quasi die Spannung hinterm Kondensator ein und aus. Das heißt, der Kondensator glättet wirklich die Spannung, die vorne vom Steckernetzteil reinkommt. Und diese ewig lange Leitung hier zum Kondensator hin, die ist einfach, ja, die ist so lang, das macht einfach keinen Sinn. Wenn wir mal von unten mit der Taschenlampe durchschauen, können wir hier an der Stelle erkennen, dass da die Spannungsversorgung zum Schalter geht und da bohren wir jetzt einfach ein Loch durch und dann passt es. Dann sind wir da etwas kürzer von der Leitungsführung her. Thank you.
Eins der Hauptgründe, was so kaputt geht oder warum alte Elektronik kaputt geht, sind die Kondensatoren. Diese Elektrolytkondensatoren sind nämlich, ja, die trocknen aus. Dieses Elektrolyt, das drin ist, ist eine Flüssigkeit. Hier haben wir 4 Elektrolytkondensatoren verbaut mit je 10 Mikrofarad. Und wie gesagt, irgendwann trocknen sie aus, dann ändern sie ihre Kapazität und dann klappt das Ganze nicht mehr. Ich will die tauschen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Diese 4 Stück hier werde ich gegen Polymerkondensatoren tauschen, weil die dieses Austrocknungsproblem nicht mehr haben. Und auch hier habe ich natürlich wieder von Würth Elektronik Kondensatoren zugeschickt bekommen. Am Bestückdruck kann ich erkennen, wo Plus und Minus ist, also da wird es mit Tauschen auch einfacher werden. Und ja, durch diese Polymerkondensatoren erhoffe ich mir halt jetzt einfach, dass das Teil dann ja, mich auf jeden Fall überleben wird. Nun zum finalen Test. Wir bauen das Ganze mal wieder komplett zusammen, also auch dieses Flachbandkabel wieder einstecken, Deckel drauf auf den Atari und dann wieder alles einstecken und schauen, ob es funktioniert. Naja, und was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe ein neues Lieblingsspiel entdeckt. Demon Attack. Also es funktioniert einwandfrei. Es gibt keinen Unterschied im Prinzip zu vorher. Also zumindest ist es nicht schlechter geworden, trotz Step-Down-Converter und so weiter. Also der hat überhaupt nicht unsere Schaltung beeinflusst, zum Glück. Also bauen wir das ganze Teil wieder auseinander. Jetzt die Abschirmdeckel wieder drauf. Da waren ja so Abschirmdeckel mit dabei. Die müssen wir natürlich wieder montieren. Wir haben hier richtig Glück, das geht sie genau aus. Hier mit dem Blech vom Abschirmdeckel mit unserem Step-Down-Converter. Im Übrigen wird so ein 7805 auch relativ warm. Deswegen ist da so viel Fläche drumherum, wo der angeschraubt ist. Was natürlich auch eine Fehlerquelle sein kann, warum eine Platine kaputt geht. Weil Wärme natürlich auch wieder dafür sorgt, dass zum Beispiel diese Elektrolytkondensatoren schneller austrocknen. Also Deckel drauf. Die Clips umbiegen und dann wird weitergezockt. Vielen Dank fürs Reinschauen. Es wird dann jetzt irgendwann ein Livestream kommen, wo wir die Kassetten umbauen, weil wir da ja die Platine bestellt haben. Damals, die sind natürlich jetzt schon quasi alle wieder oxidiert, weil die schon so lange herumliegen. Vielen Dank für alle, die so lange gewartet haben. Haut ein paar Kommentare rein, ob ihr selber einen Atari habt, ob ihr schon mal mit einem gespielt habt oder wie euch das unglaublich geniale Spiel gefällt. Danke, bis dann.